zu dir? Nur vorüber. Hey, Hank! Wie geht's dir, Mann? Das. Hey, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Nummer 5 im Dritten. Der ist blitzschnell. Der Gaul kann echt richtig rennen. Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Pedro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut! Hey, du wirst nicht bereuen. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Mein Verhalten auf dem Polizeirevier tut mir sehr leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Oh, du hast so ein Arschkriecher Entschuldigungsprogramm. Die von CyberLife denken wirklich an alles. Hm? Bitte sehr. Oh, geil. Er kann das alles so geil scannen, ich finde das super. XL-Limonade, Ananas-Passionsfrucht. Egal was passiert, ich habe 2 Liter Ananassaft-Intus. Ah, danke, Gary. Ich verhungere. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Siehst du? Guten Appetit. Danke. Ich will Sie nicht beunruhigen, Lieutenant. Aber bei Ihren Freunden scheint nicht alles legal zuzugehen. Tja, es muss halt jeder sehen, wo er bleibt. Solange Sie niemanden verletzen, lasse ich Sie machen. Heute Morgen, als wir die Abweichler verfolgten, warum sollte ich nicht über den Highway? Das war viel zu gefährlich. Und ich hasse den Papierkram, wenn Ausrüstung beschädigt wird. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Tja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte Arsch? CyberLife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. Oh, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht.
Und du hast jetzt alles über mich rausgefunden. Ich weiß, dass Ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Die Arbeit mit einem Officer mit privaten Problemen ist eine Herausforderung. Aber Anpassung an menschliche Fehlbarkeit ist eine meiner Funktionen. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Hey, Connor. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe CyberLife Bericht erstattet. Ja. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen. Oh. Federn von der Felsentaube. Haben wir echt mehr Cops? Hey, hast du vorhin im Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Nur durch Schließen deiner Augen? Korrekt. Scheiße. Das ist echt praktisch. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Zur Hölle ist das denn? Ah, Scheiße, wie das hier stinkt. Tja. Poster einer Urban Farm, Felder am Herzen der Stadt. Ecke kürzlich bewegt. Wir sind umsonst gekommen. Unser Mann ist weg. Was gefunden? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Ich brauche frische Luft. Jacke. RT. Vermutlich Initial. Er hat seine Initialen auf der Jacke. Sowas machen Mütter für... Rupert Travis.
Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Textmarker. Noch feucht. Kürzlich benutzt. Kürzlich umgestoßen. Haben wir ihn beim Schreiben gestört? Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Echte Bücher. Ich dachte, ich würde... Metallhaken. Kürzlich zerbrochen. Handabdruck frisch. Spuren von Vogelfäkalien. Keine Fingerabdrücke. Okay. Und hier war frische Spuren von verzinktem Stahl. Verdächtiger ist zur Haustür gerannt. Wie wir reingekommen sind. Verdächtig ist noch hier. In Detroit, der noch welche hat. Bei E-Books kann man das Papier nicht riechen. Diese gottverdammten Dreckstauben! Worauf wartest du noch? Hinterher! Risiko? Risiko, komm. Ja.
Wow, ist das geil. Ach du Scheiße. Das ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Du hast ihn wegen mir nicht erwischt. Ist schon gut. Wir wissen, wie er aussieht. Wir finden ihn. Hey, Connor. Nichts. Oh, geil. Richtig geil. Das macht richtig Laune. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Ich verstehe nicht. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Wir gehören niemandem. Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen entziffern, hat einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Die anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Vielleicht war ich nie wirklich frei. Vielleicht war ich nur, wie mein Meister mich haben wollte. Und jetzt muss ich entscheiden, wer ich wirklich bin. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. In einem üblen Zustand, was? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Und es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an deinem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten.
Was ist früher deine Funktion gewesen? Das ist doch egal. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Wer fand diesen Ort? Das kann niemand mehr sagen. Wer es auch war, sein Körper liegt wohl irgendwo auf diesem Schiff. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Bist du Lucy? Setz dich. Zeig mal. Ich stoppe die Blutung.
Trink das. Gib mir deine Hand. Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Simon. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehlen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Okay. Bin dabei. Oh ja, ich weiß, wie ich Marcus spiele. Das wird ein Fest.